Sie waren die Elite-Kampftruppen des Mittelalters. Die ultimativen Krieger. Eine mächtige, effiziente und tödliche Waffe, die ihre Feinde vor Angst erzittern ließ. Die englischen Ritter. Ich werde ihren ritterlichen Ehrenkodex erkunden und ihren Kampfstil kennenlernen. Und ich werde erfahren, wie Heinrich V. es wagte, diesen Kodex zu brechen. Hier, auf diesem frisch umgepflügten Weizenfeld in Nordfrankreich, stellte sich Heinrich den ruhmreichsten Rittern der französischen Armee. Hier wurde bei der Schlacht von Agincourt die Ritterlichkeit zu Grabe getragen. Mein Name ist Terry Shepard. Als Green Beret wurde ich weltweit in Kampf- und Trainingsmissionen eingesetzt. Ich bin Teil einer langen Linie von einzigartigen Kriegern. Der einzige Weg, ihre Waffen und Taktiken zu verstehen, ist, sie selbst zu erleben. Heute werde ich am eigenen Leib erfahren, was es heißt, ein mittelalterlicher Krieger zu sein. England. Das Zeitalter des Rittertums. Eine Ära der Ehre, Pflicht, Loyalität und des Heldenmuts. Der Ehrenkodex bestimmte gleichermaßen über das Leben wie auch über den Kampf. Die Ausbildung zum englischen Ritter begann bereits mit 5 Jahren, wenn junge Adlige zu Schildknappen am Hof wurden. Im Alter von 10 Jahren hielten sie dann schon ein Schwert in den Händen und lernten mit dieser bekannten Waffe der Ritter zu kämpfen. Ich treffe hier Dave, einen echten Experten in Sachen mittelalterlicher Schwertkampf. Er wird mir helfen, einige weit verbreitete Missverständnisse darüber auszuräumen, wie die englischen Ritter mit diesen Langschwertern kämpften. Wir verwenden diese Plastikschwerter. Die Schildknappen nutzten damals bei ihren Übungen Holzschwerter. Zum einen, weil Holz widerstandsfähig ist und so wird beim Training nicht immer die Metallklinge verschrammt. Zum anderen, und das gilt nicht zuletzt für mich hier, mit solchen Übungsschwertern kann man sich nicht so leicht verletzen und erst recht nicht umbringen. Also Dave, zu dem, was du gerade demonstriert hast. Ich habe versucht, dich anzugreifen und das ist total daneben gegangen. Was war da los? Man vermutet, dass die Klingen enorm schwer und kaum zu beherrschen sind. Aber das sind speziell entwickelte Werkzeuge. Das verführt zu kleinen Fehlern, die man auch bei gewöhnlichen Kämpfen beobachten kann. Wollte ich etwa einen unerfahrenen Kämpfer schlagen, würde ich als allererstes meinen Arm zurückziehen und... Ich würde dich blocken. Ich gehe auf dich los. Es ist sehr wichtig, die Distanz zum Gegner zu berücksichtigen. Als unausgebildeter Kämpfer würde ich den Kampf etwa so eröffnen. Und ich schlage sofort zu. Sofort ist mein Körper in Reichweite deiner Klinge und du könntest mich töten. Die Länge der eigenen Waffe schafft Distanz und hält den Gegner in Schach. Kontrolle über diese Distanz bedeutet Kontrolle über den tödlichen Hieb. Wenn du nicht aufpasst, bieten deine Hände ein Ziel. Das ist großartig. Ein weiterer Überraschungsangriff. Man denkt einfach nicht daran, dass die Hände verwundbar sind. Aber glauben Sie mir, das sind sie. Das Prinzip ist einmal mehr, kommt ein Ziel in Reichweite, das nicht aus Stahl ist, kannst du es zerstören. Hättest du deinen Angriff hier früher begonnen, würden wir uns wohl gegenseitig töten. Übrigens, das ist unglaublich schnell. Man sieht es kaum kommen. Was mir beim Nahkampf am wichtigsten scheint, das Tempo. Wenn der Gegner angreift, bleibt einem weniger als eine halbe Sekunde für den Gegenschlag. Die meisten Nahkämpfe dauern keine 10 Sekunden. Und die einzige Regel ist, es gibt keine Regeln. Das war großartig. Was wir dabei gelernt haben, Dave kann nicht nur dieses Schwert als absolut tödliche Waffe einsetzen, sein ganzer Körper ist eine Waffe. So ein Kampf ist schnell, aggressiv und auf diese Weise haben die englischen Ritter auf dem Schlachtfeld die Oberhand über ihre Feinde gewonnen. Danke, Dave, dass du mich nicht umgebracht hast. War mir ein Vergnügen. Bereits als Teenager waren die jungen Ritter gut ausgebildete Kämpfer. Aber auch nach ihrer eigentlichen Ausbildung feilten sie noch in organisierten Kämpfen an ihren Fähigkeiten. Im Mittelalter hielten die Ritter Turniere ab. Dort durften sie ihr Können unter Beweis stellen, aber in Wahrheit bereiteten sie sich auf die Schlacht vor. Sie waren Kampfmaschinen. Ihre eigentliche Berufung war der Krieg. Aber wenn es gerade keinen Krieg gab, wollten sie auch Unterhaltung. Bei diesen Turnieren gab es vor allem 2 Arten von Wettkämpfen.
Buhurten, die den Nahkampf simulierten und die populärste Veranstaltung, den Tjost. Ja, okay. Es ging darum, Teile der Rüstung zu treffen. Für einen Körpertreffer gab es eine gewisse Punktzahl, für einen Kopftreffer entsprechend mehr. Und die maximale Punktezahl bekam man, wenn man einen Reiter vom Pferd stieß. Punkte zu sammeln war entscheidend. Denn bei einer Niederlage stand der wertvollste Besitz auf dem Spiel: Pferd, Rüstung und Waffen. Und wenn man am Bauch, Hals oder im Gesicht getroffen wurde, konnte man sterben. Da kamen 900 Kilo mit 50 km/h auf einen zu. In der Hand eine der tödlichsten Waffen des Mittelalters, die Lanze. Das Wort Lanze leitet sich von Lancea ab, einem Wurfspeer der Römer. Die Lanze ist im Prinzip ein langer Speer von durchschnittlich 3,5 Metern Länge. Er besteht meist aus Eschenholz mit einer Spitze aus Stahl oder Eisen. Bei einem Tjost benutzt der Ritter sie, um einen verheerenden Stoß mit der Kraft von rund 7 Tonnen zu landen. Die Lanze mag eine einfache Waffe sein, doch um den Umgang mit ihr zu beherrschen, braucht es jahrelange Übung. Das ist eine Quintane, die die Ritter zur Perfektionierung ihrer Lanzenkünste benutzten. Perfekt. Die Quintane ist eine kleine, hölzerne, an einem drehbaren Pfosten befestigte Zielscheibe. Die Quintane ist die schwierigste Turnierprüfung für einen Ritter. Denn Geschwindigkeit und Treffgenauigkeit waren seine wichtigsten Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld. Die gewandtesten Ritter konnten in vollem Galopp einen Apfel aufspießen. Im Grunde waren diese Turniere nichts anderes als Kriegsspiele. Mit denselben Fähigkeiten, die einem bei einem Turnier Punkte einbrachten, war man auch bestens gerüstet, in der Schlacht jemanden zu töten. Die englischen Ritter mussten ständig einsatzbereit sein, da England sich permanent im Kriegszustand befand. Das 15. Jahrhundert nach Christus. England und Frankreich befinden sich im Hundertjährigen Krieg. Halb Frankreich steht auf dem Spiel. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht Aquitanien, die heutige Region um Bordeaux. Bei Kriegsausbruch ist es noch englisches Gebiet. Doch die französische Krone beschließt, Aquitanien an sich zu reißen. Als Vergeltung starten die Engländer eine Invasion. Die Engländer erringen früh entscheidende Siege in Schlachten von Crécy und Poitiers. Die Franzosen brandschatzen die englische Stadt Winchester. Dieser Krieg wird überwiegend von adligen Rittern geführt. Und seit Hunderten von Jahren kämpfen diese Ritter nach Regeln, deren Befolgung von allen Aristokraten erwartet wurde, dem ritterlichen Ehrenkodex. Der vielleicht wichtigste Teil beim Ritterschlag war der feierliche Schwur der Ritterlichkeit. Gerechtigkeit, Treue, Glauben und Bescheidenheit. Diese noblen Ideale machen die Ritter unter allen anderen Kriegern der Geschichte einzigartig. Die Vorstellung der Ritterlichkeit bildete sich unter den ersten Kreuzrittern heraus. Krieger, die schworen, die Schwachen und Hilflosen zu beschützen. Folgende Regeln sollten eingehalten werden. Ein Ritter kämpft nur gegen andere Ritter. Wer sein Schwert oder seinen Handschuh hebt, signalisiert Aufgabe. Gefangen genommene Ritter wurden nicht getötet, man lieferte sie gegen Lösegeld an ihr Heimatland aus. Der mittelalterlichen Kriegerelite war der Ritterkodex sehr wichtig. Darin ging es nicht nur um Kriegsführung, es ging auch um Kultur und Religion. Eine ganze Lebenseinstellung, oder? Absolut. Ritterlichkeit ist eine Philosophie, aber im Ernstfall eben auch ein Glaubensbekenntnis der Kampfkunst. Sie lehrt einem vieles über Krieg und Führungsqualitäten. Zu Beginn des Hundertjährigen Krieges wurden die Schlachten streng nach den Regeln der Ritterlichkeit geführt. Doch als sich der Krieg über Jahrzehnte hinzog, wurden die Schlachten immer brutaler. Und an vorderster Front kämpften die Ritter. Man stellt sich Ritter meistens im Kampf zu Pferde vor, aber die meisten dieser Schlachten wurden zu Fuß, mitten im Getümmel ausgetragen. Es war ein Kampf Mann gegen Mann. Und dabei waren einige äußerst brutale Waffen im Spiel. Das ist Edward, ein Experte für mittelalterliche Waffen. Das hier ist ziemlich furchteinflößend. Was ist das alles? Eine Reihe von Waffen. Alles keine harmlosen Spielzeuge. Die sieht am brutalsten aus. Was ist das? Das ist ein Kriegshammer. Klingt beängstigend.
Auf der einen Seite ist es ein Hammer. Mit der Spitze kann man zustechen. Das nennt man eine Schlagdorn. Der ist prima geeignet, um Rüstungen zu knacken und jemanden einzuhaken. Man hat Schädel von Leichen gefunden, in denen Löcher mit exakt dieser Form waren. Liegt gut in der Hand. Man kann das Gewicht spüren. Da ist Wucht dahinter. Wenn man hiermit eine Rüstung trifft, dann wird diese eingedellt. Das erschwert das Atmen, oder? Absolut. Oder bei einem Kopftreffer gibt es eine Gehirnerschütterung. Einfach Bang drauf. Eine sehr vielseitige Waffe. Auf dem Schlachtfeld waren diese Waffen tödlich. Doch ursprünglich waren sie einfache Werkzeuge. Ein Flegel, den hat man zum Getreidedreschen benutzt. Klar. Aber den Leuten war klar, dass man damit auch jemanden verletzen konnte. Man braucht ihn nur rumzuschwingen. Man kann damit Waffen wegziehen, ganz simpel. Aber auch hier muss das Timing stimmen. Wenn das Ding in Bewegung ist, gibt es kein Zurück. Ganz genau. Eine Schwungwaffe. Die ist so ähnlich. Eigentlich ein landwirtschaftliches Gerät. Es hat eine Hippe, mit der man Bäume beschneiden kann. Ein Bauer kannte sich damit bestens aus. Jeder war mit lang- oder kurzstieligen Varianten vertraut. Doch in den Händen eines Kämpfers konnte man damit einen Mann vom Pferd ziehen oder aus seiner Gefechtslinie zerren und ihn mit der Spitze unschädlich machen. Traditionell waren diese Waffen für Bauern bestimmt. Doch je länger der hundertjährige Krieg wütete, desto mehr Adlige übernahmen sie. Okay, los geht's. Du hast diesen langen Stabschaft. Schlag ich von oben zu und hau daneben, bin ich erledigt. Kann man damit auch haken? Klar. Er zwingt mich zu einer Blöße. Man kann damit auch nach Körperteilen haken. Bei einer solchen Beinrüstung liegt die hintere Seite frei. Wenn ich eine Rüstung anhätte, könntest du hier einhaken. Wie gemein. Und dann dort zustoßen, wo es echt wehtut. Das war knapp. Sie haben eben erlebt, wie ein Krieger, der diese Waffe und seinen Körper beherrscht, meine Schwachstellen offenlegte, mich umstieß und hätte töten können. Aber hat man diese Waffen als ritterliche Waffen betrachtet? Sie entsprechen nicht gerade dem romantischen Ideal, aber sie waren damals zur Hand und man griff im Kampf zu allem, was brauchbar war. Für Poesie war nachher Zeit. Diese Waffen und dieser Kampfstil wurden für die Engländer immer wichtiger. Ihr neuer König war ein Krieger, der diesen Kampfstil ins Zentrum der englischen Strategie stellte. 1413. Ein neuer König wird gekrönt. Für viele ist er der größte Herrscher der englischen Geschichte. Das Schicksal Englands lag in den Händen des soeben gekrönten Königs Heinrich V. Sein Großvater Edward III. Hatte den Krieg begonnen. Heinrich wollte ihn beenden. Als Heinrich König wird, ist er 26 Jahre alt. Um Frankreich zu besiegen, will er den ritterlichen Kodex brechen und auf seine eigene Weise vorgehen. August 1415. Heinrich und sein Heer überqueren auf einer 1500 Schiffe starken Flotte den Ärmelkanal. Sein Ziel, die Küste Frankreichs. Seine Absicht, den Krieg ein für alle Mal zu beenden. Mit diesem Übergriff wird er England und die Grundlagen der Kriegskunst für immer verändern. Ich erkunde die Kriegerkultur der Ritter. Ich habe gesehen, wie sie trainierten. Ich habe einige ihrer Kampftechniken kennengelernt. Doch im mittelalterlichen England gab es eine Waffe, die alle jungen Krieger beherrschen mussten. Das Schwert. Die englischen Ritter sind der Inbegriff eines Kriegers. Und das hier ist der Inbegriff dessen, was es heißt, Ritter zu sein. Edward, mit was für einem Schwert kämpfst du gerade gegen mich? Man nennt es einen Anderthalbhänder. Das Anderthalbhänder-Schwert ist vielseitig. Mit bis zu 120 cm Länge bietet es dem Krieger mehr Wucht als kürzere Schwerter. Dennoch ist es noch leicht genug, um als einhändige Waffe benutzt zu werden. Es ist aus gehärtetem Stahl gearbeitet und die Klinge ist zweischneidig. Entlang der Mitte verläuft eine Hohlkehle. Dieser manchmal auch Blutrille genannte, 1 cm breite Kanal reduziert die Masse der Klinge. Das macht sie nicht nur leichter, sondern verstärkt auch ihre Kanten. Eine fast perfekte Waffe. Was konnte dieses Ding anrichten? Die Wirkung ist verheerend. Wer sich diese Waffe leisten und mit ihr umgehen konnte, der konnte mit einem Streich einen Mann von der Schulter bis zur Hüfte aufschneiden oder mit einem Hieb einen Schädel spalten. Wir haben Belege, dass die Klinge durch Helm und Schädel geht und dann von den Zähnen aufgehalten wird. Was für eine grausige Vorstellung, dass ein Schwert durch Helm und Kopf geht und dann von den Zähnen gestopft wird. Aber das ist mittelalterlicher Kampf.
Es ist auch hier gut ausbalanciert. Der Knauf hier bildete ein Gegengewicht zur Klinge. Der Balancepunkt ist etwa hier bei meiner Hand. Sie sind also erstaunlich gut ausbalanciert. Viele Menschen stellen sich das wohl als ein einziges Gemetzel vor, aber es hat viel Raffinesse. Das gehörte zu den Dingen, die man den jungen Adligen in ihrer Ausbildung beibrachte. Doch bevor man sie lehrte, mit dem Schwert umzugehen, brachte man ihnen bei, das zu respektieren, wofür es stand. Aber da steckte eine Philosophie dahinter, oder? Ja, man sieht es ständig auf Gemälden, wann immer man darauf hinweisen will, dass hier ein Ritter, ein Adliger, vielleicht auch ein Kreuzritter dargestellt ist. Durften Bauern solche Schwerter überhaupt benutzen? Eher unwahrscheinlich. Wenn sie eines besaßen, hatten sie es wohl einem Toten abgenommen. Im Schwert verschmolzen christliche und militärische Prinzipien, wie auch in der Ritterlichkeit. Dort, wo sich Griff und Klinge treffen, erscheint das Kreuz als ständige Mahnung an die Pflicht des Ritters als Krieger. Wir reden hier also von einer Waffe, die neben all den körperlichen Fähigkeiten auch eine Philosophie verlangte. Um das Schwert rankte sich eine Lebensauffassung. Das unterschied die Ritter so sehr von allen anderen Kriegerkulturen. Wenn sie auf die 20 zugingen, erwartete man von den angehenden Rittern, dass sie nicht nur ihre Waffen beherrschten, sondern auch nach dem Ritterkodex lebten. War ein junger Adliger bereit, ein Krieger zu werden, dann wurde er zum Ritter geschlagen. Sein Eid, seinen König zu verteidigen und die Gesetze der Ritterlichkeit zu achten. Er kniete vor seinem König oder Herrscher und wurde mit dem Schwert berührt. Dies war der letzte Schlag, den der Ritter je ohne Gegenwehr erdulden sollte. Doch Anfang des 15. Jahrhunderts wird Heinrich V., Englands neuer König, den Ehrenkodex der englischen Ritter entscheidend verändern. Symbolisiert das Schwert das Rittertum, Bogenspannen, dann stand eine neue Waffe für dessen Untergang. Anlegen, Feuer! Das hier und insbesondere diese Männer sind Heinrichs Geheimwaffe. Sie sind mit dem mittelalterlichen Äquivalent eines Automatikgewehrs bewaffnet, dem Langbogen. Der Langbogen galt nicht als aristokratische Waffe. Doch Heinrich V. hatte seine Macht am eigenen Leibe zu spüren bekommen. Mit 16 Jahren, in einer seiner ersten Schlachten, wurde Heinrich von einem Langbogenpfeil im Gesicht getroffen. Er zog den Pfeil heraus und kämpfte weiter. Doch er war von der Reichweite und Durchschlagskraft der Waffe so beeindruckt, dass er später als König den Langbogen zum Herzstück seines Frankreich-Feldzugs machte. Martin, weshalb war der Langbogen in England so weit verbreitet? Die englischen Könige benötigten Bogenschützen. Deshalb mussten alle Männer über 7 Jahre jeden Sonntag Schießen üben. Jeder im Land musste damals Bogenschießen trainieren? Das war Gesetz. Und in Frankreich? Nein, nein. Die Franzosen fanden die Waffe unter ihrer Würde. Sie glaubten, dass alles nach den Gesetzen der Ritterlichkeit abzulaufen habe. August 1415. 1500 englische Schiffe legen in Nordfrankreich an. An Bord 10.000 Mann und König Heinrich selbst. Sein Ziel? Paris und der französische Thron. Heinrich will die ländlichen Gebiete gewaltsam erobern und somit dem französischen Volk beweisen, dass der eigene König nicht imstande ist, es zu beschützen. Heinrichs erstes Ziel? Die Hafenstadt Harfleur. Hier wird er ein neues Kapitel in der Geschichte der Kriegskunst aufschlagen. Ich habe die Traditionen und Waffen des Rittertums ebenso kennengelernt wie die neuen Taktiken Heinrichs des V. Die Vereinigung dieser Punkte wird nun den englischen Ritter ausmachen. Doch es gab noch ein weiteres typisches Element, das die Ritter so gefährlich machte. Die Rüstung. Der Plattenpanzer machte die Ritter selbst zu Waffen. Die aus dickem Stahl geschmiedete Brustplatte und das Rückenteil bieten Schutz gegen Schläge auf den Rumpf. Beine und Arme werden bedeckt von mehrgliedrigen beweglichen Rüstungsteilen. Panzerhandschuhe schützen die Hände. Der Helm ist meist kegelförmig, um Schläge auf den Kopf abzulenken. Und ein abnehmbares Visier schützt Augen und Gesicht, während der Nacken durch Kettenrüstung geschützt ist. Ich trage eine komplette Plattenpanzerrüstung. Und ich grinse, weil ich seit meiner Kindheit wissen wollte, wie sich das anfühlt. Und ich muss sagen, ich fühle mich wie ein Albtraum auf zwei Beinen. Das sind etwa 35 Kilo Metall. Aber in der Infanterie schleppen wir heute auch bis zu 45 Kilo mit uns herum.
Und das hier ist erstaunlich gut gebaut. Es trägt sich gut, ich kann laufen, ich höre mich selbst laufen, das ist gewöhnungsbedürftig. Ich kann mich hinknien, umschauen, aufstehen. Zur Not könnte ich auch ganz gut rennen und auf ein Pferd steigen. Und, am allerwichtigsten, ich könnte ein Schwert ziehen und kämpfen. Die Vorteile, ein Gefühl absoluter Unbesiegbarkeit. Ich weiß, dass ein Schwerthieb mir nichts anhaben könnte. Die Nachteile, das Ding ist schwer. Es macht mich langsamer. Ich kann alles tun, aber langsamer. Außerdem kann es hier drin ganz schön heiß werden. Man verliert viel Wasser. Der Plattenpanzer war also der beste Schutz für einen Ritter. Doch in der Schlacht von Agincourt waren die Franzosen ebenfalls durch Rüstungen geschützt. Und das trug entscheidend zu ihrer Niederlage bei. September 1415. Nach einer erbarmungslosen, fünfwöchigen Belagerung Harfleurs ist die englische Armee endlich siegreich. Doch Heinrichs Männer sind nun erschöpft und von Krankheiten geplagt, sodass sie sich in die englische Festung von Calais zurückziehen. Doch der Rückzug gestaltet sich unerwartet schwierig. Der rachdurstige französische König weiß um die englische Schwäche und hetzt Heinrich eine Armee seiner besten Ritter auf die Fersen. Die Engländer wurden von Jägern zu Gejagten. Heinrich V., selbst ein Ritter, wusste, dass man die Franzosen mit Ritterlichkeit alleine nicht besiegen konnte. Der König von England war dabei, die Regeln neu zu schreiben. Die Ritter, die Kampfmaschinen des Mittelalters. Ich habe erfahren, wie ihre Ausbildung und ihre Waffen ihren Ehrenkodex geprägt haben. Doch im Jahr 1415 sollte sich die Zukunft Englands nicht mit der Spitze eines Schwerts entscheiden, sondern durch das Spannen eines Langbogens. Die besten Langbogen sind aus Eibenholz. Biegsames Splintholz außen zusammen mit dickem, starken Kernholz innen verleiht dem Bogen eine ungeheure Stärke und Biegsamkeit. Seine Reichweite 180 bis 350 Meter. Geschossgeschwindigkeit rund 300 km/h. Ich stehe hier mit Steve, einem der weltbesten Bogenschützen. Wir dürfen zusehen, wie ein Könner einen Pfeil schießt. Wow! Was für eine Flugbahn! Genau diese bogenförmige Flugbahn macht die Wirksamkeit des Langbogens aus. Schießt man einen Pfeil mit 0 Grad parallel zum Boden, dann fliegt der Pfeil mit 290 km/h und hat eine Reichweite von unter 100 Metern. Doch in einem 45-Grad-Winkel abgefeuert, hat er eine Reichweite von über 250 Metern. Beim Verlassen des Bogens fliegt der Pfeil mit 290 km/h. Am Scheitelpunkt verlangsamt er sich. Doch beim Abwärtsflug nimmt seine Geschwindigkeit wieder zu. Schließlich trifft er sein Ziel mit bis zu 160 km/h. Wow! Diese Flugbahn. Alles war eine einzige, fließende Bewegung. Vom Moment des Einspannens bis zum Abschuss. Was für eine Flugdauer. Jetzt darf ich etwas machen, von dem ich schon immer geträumt habe. Mit einem Langbogen schießen. Man sollte meinen, Bogenschießen sei einfach. Aber ich kann Ihnen versichern, allein schon die Sehne zu spannen, ist wirklich schwer. Dabei benutze ich einen kleineren Übungsbogen. Schon gar nicht schlecht. Ach, das ist um einiges schwerer, als es aussieht. Dabei war Steve so nett, mir einen Bogen zu geben, wie ihn damals ein 12-jähriger Junge benutzt hätte. Also Steve, zeig mir nochmal, wie es richtig geht. Gut, das hier ist eher ein Bogen für richtige Männer. Das war ja klar. Steves Bogen hat ein Zuggewicht von 60 Kilogramm. So viel Gewicht zieht er, wenn er den Bogen spannt. Ein durchschnittlicher Mann heutzutage kann etwa 25 Kilo ziehen. Doch zu Heinrichs Zeiten konnte der stärkste Bogenschütze ein Zuggewicht von über 80 Kilo bewältigen. Großartig! Das Verblüffende daran,
Ich bin nicht gerade ein Schwächling, aber um so einen Bogen spannen zu können, bräuchte ich Jahre, um Sehnen und Muskeln dafür auszubilden. Zunächst muss man die Sehnen kräftigen. Dann muss man die Muskelstruktur darunter aufbauen. Das Hauptgewicht lastet allerdings auf Rücken und Schultern. Und die sind viel stärker, als es die Arme je sein könnten. Man hat mit den Übungen bereits als Sechsjähriger begonnen. Bis zur ersten Schlacht hatten sie so eine tödliche Treffsicherheit ausgebildet. Das beweist einmal mehr, dass Krieger ihre Fähigkeiten über Jahre entwickeln müssen. Jahre des Trainings, Jahre der Übung. Seiner ist viel weiter geflogen als meiner. Das war großartig. Wir haben also die Reichweite des Langbogens gesehen. Aber jetzt wollen wir seine Zerstörungskraft begutachten. Was wird passieren, wenn Pfeil auf Knochen trifft? Okay, Jungs, los. Schön. Direkt durch den dicken Ochsenknochen hindurch. Und die sind um einiges dicker als menschliche. Ich kann mir vorstellen, was mit einem Menschen an dieser Stelle passieren würde. Sehr schön. Diese Pfeile fliegen mit 290 km/h. Und es heißt, auf dem Schlachtfeld konnten sie einen Menschen glatt durchschlagen. Sehr schön. Gute Arbeit, Jungs. Wir haben die Zerstörungskraft des englischen Langbogens getestet. Doch die Franzosen hatten eine Waffe, die nicht minder tödlich war. Die Armbrust. Sie verschießt keine Pfeile, sondern Bolzen. Sie hat eine größere Reichweite und ist einfacher zu handhaben. Doch die Armbrust hat einen entscheidenden Nachteil. Die Zeit, die das Laden und Feuern braucht. Wir haben hier einen Langbogen und eine Armbrust. Ich möchte testen, wie viele Pfeile man in der Zeit abfeuern kann, die die Armbrust zum Laden und Schießen braucht. Seid ihr bereit? Auf die Plätze. Fertig. Los. Heinrich war so von der Macht des Langbogens überzeugt, dass er vor dem Einmarsch in Frankreich im Tower of London Pfeile ansammelte. Und zwar über 100.000. Und da am Schaftende Gänsefedern angebracht waren, dezimierte er die englische Gänsepopulation. Jahrelang gab es in einem Umkreis von 50 Kilometern um London keine einzige Gans mehr. Sieben zu eins. Das Schussverhältnis ist 7 Pfeile auf einen Armbrustbolzen. Das sind 7-mal mehr tote Franzosen. Gute Bedingungen für Heinrich den V. Heinrich war überzeugt, dass ihm seine Langbogenschützen einen taktischen Vorteil verschafften. Den wird er auch brauchen, denn er steht kurz vor der Schlacht seines Lebens. Oktober 1415. Über 25.000 französische Ritter und Waffenknechte marschieren nach Norden. Ihr Ziel, Heinrich und seine englische Armee ein für allemal zu besiegen. Heinrich hofft, dass er sich über den Ärmelkanal in Sicherheit bringen kann. Doch in Agincourt wird ihm der Weg von tausenden französischen Rittern versperrt. Heinrich und seine Männer sind umzingelt und in der Unterzahl. Seine einzige Überlebenschance ist eine überlegene Taktik. Es gibt in der Geschichte immer wieder Schlachten, die zum historischen Wendepunkt werden, bei denen sich die Taktiken und die Art der Kriegsführung selbst für immer wandeln. Heinrich der V. und seine englischen Ritter waren in eine dieser Schlachten verwickelt, auf einem frisch gepflügten Acker nahe des französischen Dorfes Agincourt. Angesichts einer deutlichen gegnerischen Übermacht bleibt Heinrich nur eins, der Kampf. Heinrich setzt alles, seinen Ruf und vielleicht sogar die Zukunft Englands, nicht etwa auf den Edelmut seiner Ritter, sondern auf das Können seiner Bogenschützen. Heinrichs Strategie unterscheidet sich grundlegend von der jedes anderen Heerführers seiner Zeit. Statt mit Rittern zu Pferde ist Heinrich mit einer fast nur aus Bogenschützen bestehenden Armee in Frankreich einmarschiert. Das sind keine Adligen, sondern Gemeine, die geschickt mit dem Langbogen umgehen können. Bei Agincourt erwarten ihn die besten Ritter, die Frankreich zu bieten hat. Darunter 10.000 Reiter, 6.000 Fußsoldaten, 4.000 Armbrustschützen. Heinrich stellte sich also die Frage, wie besiegt man mit Bogenschützen eine Ritterarmee? Erster Schritt, zugespitzte Pfähle. Das sind einfache Holzpflöcke.
Doch Heinrich befiehlt all seinen Bogenschützen, diese mit ins Gefecht zu führen. Denn diese einfachen Pflöcke sollten ihre erste Verteidigungslinie bilden. Die Pfähle sind knapp 2 Meter lang, haben 15 cm Durchmesser und sind an beiden Enden zugespitzt. Vor der Schlacht rammen die Bogenschützen die Pfähle in einem Abstand von rund 1 Meter im 45-Grad-Winkel in den Boden. Dann stellte sich jeder Bogenschütze zwischen 2 der Pfähle. Diese Wand schützte die englischen Bogenschützen vor den attackierenden französischen Rittern. Sobald die Pferde das sehen, wollen sie entweder springen oder kehrt machen. Aber wenn sie dagegen rennen, man kann sich vorstellen, was das heißt, wenn 2 Tonnen Pferd mit 50 km/h darauf prallen. Das rammt sich in die Brust, spießt das Pferd auf, der Ritter fliegt vornüber, Pferd tot, Ritter tot. Und das war's. Eine ebenso einfache wie wirkungsvolle Methode für die Engländer, den gegnerischen Rittern zu trotzen. Die Pfähle waren eine technisch äußerst primitive Lösung, um seine Truppen zu schützen. Doch um die französischen Ritter zu besiegen, griff Heinrich auch auf eine damals brandneue Technologie zurück. Zu der Zeit hatten die Engländer neuartige Pfeilspitzen entwickelt, die eine völlig neue Kriegsführung ermöglichten. Zu Beginn des Mittelalters waren Pfeile gegen Plattenpanzerung noch so gut wie wirkungslos. Doch im Verlauf des 13. Jahrhunderts hatten die Engländer eine neue Pfeilspitzenform entwickelt, die Bodkin- oder Aalspitze. Im Grunde ein vierkantiger Metallstachel. Die gesamte Geschwindigkeit des Pfeils wird auf diesen Stachel übertragen, wodurch er auch Plattenpanzer durchdringen kann. Wir haben gesehen, was diese Waffe einem Ochsenknochen antun kann. Mal sehen, was sie mit Rüstungen anstellt. Glatt durch. Diese Pfeile erhöhen die Schlagkraft der englischen Langbogenschützen. Denn nun konnten sie einen Ritter in voller Rüstung auf rund 200 Meter verwunden und auf rund 100 Meter töten. Ein großartiger Schuss, genau neben den anderen Pfeil. Stellen Sie sich vor, wie die französischen Truppen auf diese Bogenschützen vorrücken, sie im Schlamm stecken bleiben und diese Pfeile auf sie herabprasseln und ihre Rüstungen durchschlagen. Diese technologischen Fortschritte machen den Langbogen nicht nur wirkungsvoller, sondern auch vielseitiger. Die Bogenschützen wussten, dass sie bei einem Winkel von 45 Grad ihre Pfeile am besten auf die Feinde herabregnen lassen konnten. Doch die neuen Pfeilspitzen erlaubten auch niedrigere Schusswinkel. Wenn die Franzosen sich näherten, konnten die Engländer sie nun auch direkt geradeaus mit Pfeilen beschießen. Ein Pfeil, der direkt auf einen zukommt, kann viel leichter die Rüstung durchschlagen und einen Mann verwunden oder töten. Doch was tun, wenn die französischen Ritter tatsächlich die englischen Frontlinien erreichten? Wie sollte ein Bogenschütze einen Ritter in Rüstung angreifen? Im Nahkampf. Erster Schritt, ihn vom Pferd stoßen. Holte man einen Ritter aus dem Sattel, verlor er 70-80% seiner Kampfstärke. Doch auch auf der Erde musste man ihn erst noch ausschalten. Edward, was macht ihr als Erstes? Wir verteilen uns, nutzen unsere Überzahl. Ich lenke ihn ab. Ich versuche nicht, ihn zu töten. Ich sorge nur dafür, dass er beschäftigt ist. Dann schnappe ich ihn mir. Und all die Jungs fallen über ihn her. Sobald er auf dem Rücken liegt, ist er hilflos wie eine Schildkröte. Was geschieht nun? Man legt seine verwundbaren Stellen frei. Gesicht, Gemächt und auch die Achseln. Dort wird er bestenfalls von einer Kettenrüstung geschützt. Klar, wenn man die Achselschlagader durchtrennt. Brutal und blutig, aber wirkungsvoll. Hier gelten keine Regeln. Das ist pures Gemetzel. Man hat den Mann am Boden und tötet ihn so schnell wie möglich. Er kann sich nicht mal wehren. Es geht nur darum, ihn zu töten. Die französischen Ritter waren auf so einen Kampf nicht vorbereitet. Nach den Regeln des Ritterkodex sollten Ritter nur gegen Ritter kämpfen. Und diese aristokratischen Ritter sollten nur gefangen genommen, nicht umgebracht werden. Mit Ritterlichkeit hat das nichts zu tun. So überwältigt man brutal einen Ritter und tötet ihn. Wenn Heinrich und seine Männer gegen die Franzosen eine Chance haben wollten, dann mussten sie mit solchen Taktiken kämpfen. Heinrichs Taktiken sind die einer Armee in ausweglosser Situation. Der ritterliche Ehren- und Schlachtenkodex ist Makulatur. Heinrich wusste, dass das kein Spiel, kein Turnier war. Er ist in die Enge getrieben und verzweifelt. Seine Armee ist in hoffnungsloser Unterzahl und kämpft um das nackte Überleben.
Heinrichs Männer sind in der Unterzahl. Doch das Schlachtfeld von Agincourt bietet ihm einige Vorteile. Er stellt seine Truppen auf einem schmalen Stück Land zwischen den Dörfern Troncourt und Agincourt auf. Dort liegt ein frisch umgepflügter Acker, umrandet von dichtem Wald. Durch diese Wahl stellt Heinrich sicher, dass er nicht über die Flanken angegriffen werden kann. Den Franzosen bleibt keine andere Wahl, als direkt gegen die englischen Truppen vorzurücken. Heinrichs Männer schlagen ihr Lager auf. Sie sind bereit, am nächsten Tag in die Schlacht zu ziehen. Bei Sonnenuntergang setzt ein beständiger Regen ein und die Gedanken der englischen Soldaten kehren sich nach innen. Die Nacht vor der Schlacht von Agincourt war für die Engländer schlimm. Sie waren knapp 400 Kilometer marschiert. Es regnete in Strömen. Sie waren durchnässt, hungrig, am Ende ihrer Kräfte. Und die meisten litten an Durchfall. Sie konnten auf der französischen Seite die Gesichter im Licht der Lagerfeuer sehen, wie dort gefeiert, gelacht, gescherzt und getrunken wurde, wie man Fleisch zubereitete und die Rüstungen ausbesserte. Und zu allem Überfluss hörten, wie Wetten darauf abgeschlossen wurden, wen man am nächsten Tag töten oder gefangen nehmen würde. Auf der englischen Seite war vermutlich nicht mehr zu vernehmen, als die Priester, die den totgeweihten Männern die letzte Beichte abnahmen. 25. Oktober 1415, der Tag der Schlacht. Die englischen Langbogenschützen erheben sich in der Gewissheit, dass die Regeln der Ritterlichkeit für sie nicht gelten. Eine Begegnung mit einem französischen Ritter kann für sie nur eines bedeuten: Kampf auf den Tod. Eine Entscheidung im Hundertjährigen Krieg soll auf einem sumpfigen Weizenfeld in Nordfrankreich herbeigeführt werden. Heinrich wird mit einer weiteren verwegenen Taktik die militärische Logik auf den Kopf stellen. Für alle großen Krieger der Weltgeschichte gibt es einen Schlüsselmoment. Für Heinrich V. war dieser bei Agincourt. Hier, auf diesem frisch umgepflügten Weizenfeld in Nordfrankreich, stellte sich Heinrich den ruhmreichsten Rittern der französischen Armee. Und hier, behaupten viele, wurde bei der Schlacht von Agincourt die Ritterlichkeit zu Grabe getragen. 25. Oktober 1415. Heinrich und seine Engländer stehen bei Agincourt der französischen Armee gegenüber. Die Franzosen haben ausreichend Verpflegung und sind ausgeruht. Sie verfügen über mehr als 20.000 Mann. Genug für drei starke Gefechtslinien mit Kavallerie und Bogenschützen an den Flanken. Auf der anderen Seite ein völlig anderes Bild. Die Engländer verfügen lediglich über 5.000 Bogenschützen und 1.000 Ritter zu Fuß. Das reicht kaum für eine dünne Gefechtslinie. Doch in deren Mitte nimmt Heinrich V., schon lang als Kriegerkönig tituliert, Aufstellung. Mike, es ist also der Morgen der Schlacht. Jetzt gilt es. Wie schafft es Heinrich, seine Männer zu motivieren? Heinrich hat instinktiv das Gefühl, dass dies ein großer Moment werden könnte. Er setzt sich seine Schlachtenkrone auf. Alle beobachten ihn dabei. Was für ein Anblick. Ich sehe immer wieder dieses Bild vor mir, diesen bewegenden Moment. Der König setzt seinen Helm mit angeschweißter Krone auf und sagt: Männer, ich kämpfe direkt an eurer Seite. Ich stehe mitten in der Linie und mache mich zum Ziel. Freiwillig. Wir siegen zusammen oder wir sterben zusammen. Vom Mut ihres Anführers angespornt, rammen die englischen Bogenschützen ihre Pfähle in die Erde und bereiten sich auf den französischen Angriff vor. Doch die Franzosen haben es nicht eilig. Die Franzosen und die Engländer stehen sich seit Stunden Auge in Auge gegenüber. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Wer rührt sich zuerst? Heinrich beschließt, seine Bogenschützen vorzuziehen. Sie ziehen ihre Pfähle heraus, nehmen allen Mut zusammen und rücken in die Klauen des Feindes vor. Jeden Moment können sie erschossen oder niedergeritten werden. Doch die Franzosen rühren sich nicht. Die Bogenschützen rammen wieder ihre Pfähle in die Erde, blicken auf die Franzosen, die nun in ihrer Reichweite sind, und legen an. Heinrichs Bogenschützen sind nun nur noch 150 Meter von den Franzosen entfernt. In Langbogenreichweite. Tausende englischer Pfeile verfinstern den Himmel und prasseln auf die französischen Linien nieder. Das rüttelt sie wach. Ihre Schwertspitzen zittern vor wütender Entschlossenheit, jeden Engländer zu töten. Und sie ziehen die Schwerter.
Die französische Kavallerie attackiert. Tausende Ritter galoppieren direkt auf die englischen Bogenschützen zu. Doch schnell bekommen sie es mit einem unerwarteten Gegner zu tun, dem schlammigen Schlachtfeld. Ihnen wird schnell klar, dass die schweren Schlachtrösser, die Rüstungen und ihre Nahkampfwaffen gegen sie arbeiten. Sie können sich im Matsch nicht bewegen und stapfen langsam vorwärts. Leichte Ziele für die englischen Bogenschützen. 8000 französische Ritter kämpfen sich mühsam durch das matschige Schlachtfeld vorwärts. Die meisten sterben im englischen Pfeilhagel, doch einige schaffen es bis zu den englischen Frontlinien. Dann geschieht das Undenkbare. Bogenschützen, die bekannt dafür sind, dass sie jedem Nahkampf entfliehen, legen ihre Bogen nieder, greifen sich Nahkampfwaffen und gehen auf die Franzosen los. Es ist ein Kampf um das nackte Überleben. Von Ritterlichkeit keine Spur. Sie machen sich buchstäblich mit Hammer und Zange ans Werk. Sie schlagen mit Hämmern, mit allem, was sie haben, auf diese Aristokraten ein. Die Franzosen werden aufgerieben. Eine französische Angriffswelle nach der anderen rollt heran. Doch die englische Linie mit ihren Bogenschützen als Anker hält stand. Mitten in der englischen Linie kämpfte Heinrich V. an vorderster Front. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie heftig das Gefecht tobte. Der Bruder des Königs wird verletzt zu Boden gestoßen. Die jubelnden Franzosen schleifen ihn durch den Schlamm fort. Und der König tritt vor, stellt seinen Fuß auf den Rumpf seines Bruders und kämpft auf dessen Körper. Ihr kriegt meinen Bruder nicht. Was für ein Bild. Was für ein König. Das muss ein unglaublicher Anblick gewesen sein. Er war außergewöhnlich. Wahre Waffenbrüder. Ich kann mir gut vorstellen, wie das gewesen sein muss, wenn man sieht, wie der König mit seiner beschädigten Krone kämpfte und wie man selbst auch sein Leben riskierte. Die Franzosen hatten keine Chance. Heinrich hat die Engländer zu einem überraschenden Sieg geführt. Der Schlüssel zu diesem Sieg waren die Bogenschützen. Es heißt oft, Agincourt sei das Ende der Ritterlichkeit gewesen. Es war das Ende einer gewissen Art von Ritterlichkeit, der Elitären. Doch an ihrer Stelle entstand eine andere Art von Ritterlichkeit. Heinrich V. hatte die außergewöhnliche Vision, dass jeder etwas Besonderes war. Das war ein ganz herausragender Moment im Mittelalter. Unglaublich. Für mich persönlich hat das eine ganz besondere Bedeutung. Denn hier geht es um einen Befehlshaber, der alles mit seinen Männern zusammen durchgemacht hat. Man ist bereit, für ihn zu kämpfen und zu sterben. Man ist kein Kanonenfutter oder wird nach der Schlacht vergessen. Man ist wichtig. Das muss diesen Männern so viel bedeutet haben. Sie sind Brüder im Krieg. Eine Episode aus dem Mittelalter, aber absolut zeitlos. An jenem Tag starben 1600 Engländer. Doch die Franzosen verloren bei Agincourt über 10.000 Männer. Sie alle liegen hier, unter diesem einfachen Grabmal neben dem Schlachtfeld begraben. Es ist mir wichtig, auch die Franzosen zu ehren. Sie starben bei der Verteidigung ihres Königs und ihres Vaterlandes. Und für mich waren alle Männer auf diesem Schlachtfeld Krieger. Heinrich V. versuchte weiterhin, die französische Krone zu erlangen. Doch 7 Jahre nach Agincourt starb er an der Ruhr. Paris hat er nie betreten. Der 100-jährige Krieg tobte noch 30 weitere Jahre. Frankreich fällt nie unter englische Hoheit, doch Heinrichs Sieg bei Agincourt wird zu einem Schlüsselmoment für England. Seine Taten bei Agincourt gelten als so heldenhaft, dass Shakespeare sie in einem seiner berühmtesten Stücke verewigte. Uns wenge, uns beglücktes Häuflein Brüder, denn welcher heut sein Blut mit mir vergießt, der wird mein Bruder, sei er noch so niedrig. Shakespeare legte Heinrich V. diese Worte in den Mund. Sie sind zwar nicht historisch belegt, aber was wirklich zählt, ist Heinrichs Vermächtnis. Und das Vermächtnis einer Armee, die den sicheren Tod zu einem glorreichen Triumph wendete. Agincourt bewies, dass ein Befehlshaber, der seine Truppen wirklich verstand, dem sie am Herzen lagen und der mit ihnen zusammenkämpfte, das Unmögliche möglich machen konnte. Heinrich V. gilt zu Recht als einer der größten Könige Englands. Was für mich aber noch wichtiger ist,
Er war ein Krieger.